Na super. Und du? Bist du irgendwas? Ja. Youngest Gamer ever? Tada! Ja. So richtig was kommt ja nicht bei raus, aber. Das Auto steht um die Ecke, ne? Weil Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo mein Auto steht, wie immer. Aber Mann, ist doch völlig egal. Hat der eh nicht geschrieben, 2, 3 Wochen vielleicht noch bei der Taube. 2, 3 Wochen hat es wert, ja. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Also, das schöne Wochenende ist vorbei, das Gammelwochenende. Und ja, es geht auf alle Fälle los mit einer neuen Woche. Ich bedanke mich recht herzlich natürlich für die ganzen Glückwünsche, die mich so erreicht haben. Und ja, wie gesagt, freue mich sehr, das nächste Jahr mit euch auch zu verbringen. Und jetzt starten wir in die neue Woche. Natürlich bedanke ich mich auch, da sind zwei Spenden eingetrudelt. Auch, da bedanke ich mich natürlich auch sehr für. Ja. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man da jemanden persönlich hervorhebt. Das habe ich gemerkt, führt nur zu kindergartenmäßiger, wie soll man sagen, zu Kindergartenverhalten. Ganz kurios, dass dann auf denjenigen so ein bisschen halt den Eindruck rumgehackt wird, du machst ja das und das, du willst mir nur gefallen, so nach dem Motto, ist ganz komisch, das möchte ich gar nicht erst fördern. Also sind, wie gesagt, sind zwei Spenden eingetrudelt, das fand ich toll, das unterstützt uns natürlich auf alle Fälle, also das ist wirklich schön, nett und nicht notwendig und deswegen ich freue mich natürlich über sowas, auf alle Fälle. Und ich freue mich ja auch, in der Vergangenheit gab es ja schon viele solche Aktionen, ja. Also wie gesagt, ihr seid bis jetzt, muss ich mal sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen sind wir doch eine ganz gute, haben wir doch eine ganz gute Fangemeinde sozusagen oder eine Gemeinschaft hier irgendwie. Weil da gibt es jetzt. Ab und zu gibt es da mal welche, die so ein bisschen stänkern wollen, mal schlechte Stimmung verbreiten wollen, bloß die verabschieden sich ja dann auch denn irgendwie bald. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Also wie gesagt, den Leuten, denen es wirklich nicht gefällt, bitte einfach woanders hingehen und ich möchte das ja nicht, weil wie gesagt, die Energie, die ich darin stecke, das reicht dann schon, das ist dann schon genug für mich und da möchte ich nicht noch irgendwie so wie so ein, eben wie so ein Kindergarten, sag ich mal, den ich dann irgendwie so reglementieren muss. Das möchte ich eigentlich eben nicht. Deswegen jeder, der ehrlich mit dabei sein will und sich das anschauen will, ist gerne, ist willkommen. Und jeder, der einfach nur das Scheiße findet und meckern will, der darf sich ja auch mal in so ein Ding angucken, aber der darf dann auch halt weiterhin. Also wie gesagt, da gibt es ja noch andere Leute, die das viel besser machen als ich und so. Und das ist ja auch alle Dudes so, weil ich mache das ja eh nur nebenbei. Neben meinen ganzen anderen Kram, den ich zu tun habe. Ja, deswegen, also wie gesagt, herzlich willkommen in der neuen Woche. Ich werde ganz wenige Vlogs jetzt pro Woche hochladen, vielleicht ein oder zwei. Das wollte ich jetzt nochmal ankündigen, weil dadurch verschieben sich natürlich dann auch die ganzen Antworten oder so und kommt dann eben irgendwann im Laufe der Woche kommt dann so ein Vlog. Oder eben zwei, je nach Thema. Weil ich eben langweilige Sachen zu tun habe. Ich bin einfach momentan werde ich viel vom Computer denn sitzen und so einstellen oder recherchieren oder so. Aber so wirklich Interessantes, was man denn so zeigen kann, also das ist gerade nicht dabei, denke ich mal. Denn, also das werden wir mal sehen, wie sich das ergibt. Je nachdem, wie sich das ergibt, so ist es denn. Ne? Mit den Worten möchte ich jetzt erstmal schließen und dann fahre ich jetzt erstmal meine Kiddies zur Schule und das war's. Warst du so einsam, dass du die Taube rausgelassen hast? Die hat so einen Rabatz gemacht, dann hatte ich auch. Ja, ist ja richtig. Jetzt ist auch gleich hier total gestreckt und die Flügel und dann geflattert. Schön. Und jetzt hast du auch schon.
Mit meinem Auge stimmt heute wieder was nicht, ey. Ich habe immer das Gefühl, dass es wie entzündet ist. Immer so ein Schleier drauf. Das habe ich ganz oft in letzter Zeit hier auf dem Auge. Dann geht es aber auch wieder weg. Das ist immer so ein Tag lang. Ja, ja, jetzt beginnt wieder die Langeweilezeit. Mit viel Computerarbeit. Aber dafür mehr Freizeit, wenn man so will. Herrlich. Hui! Tommy ist zu Hause. In seinem viel zu vollen Reich. Wieder kommt was dazu. Oh Mann, ey. Thema Corona ist ja echt so ein Thema, das spaltet die Nation. So, dann packen wir erstmal ein bisschen weg. Müssen wir erstmal ein bisschen sortieren hier. Die Sachen, die jetzt neu gekommen sind, also die Glühbirnen hier, muss ich wegräumen. Liebe Birnen. Birnen. Ja, jetzt kümmere ich mich um den ersten großen Kunstposten hier, also der wirklich groß ist vom Format auch. Da ist gar nicht so einfach hier in der kleinen Wohnung. Da bräuchte man eigentlich eine große Wand und so weiter. Und jetzt kommt BWF. Da werde ich mal mich um BWF kümmern. Jetzt ist okay da, aber dann kommen wieder Verkäufe. Okay.
Zwei Teile. Schön. Mann, 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 da haben wir was zu tun jetzt hier. Und noch die Rollen. So, für heute ist folgendes geplant. Ich mache Fotos, und zwar recht langweilig, von Herrn Liesegang. Vorführapparate. Kinematograph in neuer verbesserter Ausführung mit großer verschiebbarer Laterne, Feuerschutz, Trommeln, Antriebsmotor und Eisenstativ. Ja, den nehme ich, den Kinematographen. Objektive, Spultische und so weiter. Also wirklich was Feines, was Feines, was Feines. Ja, das wird alles fotografiert, dokumentiert, inseriert. Eieiei. Also hören wir mal erstmal ein bisschen Frühstück und dann mache ich damit weiter. Und das den ganzen Tag. Nee, das ist nicht sehr spannend. Obwohl, wie gesagt, man immer wieder was dazulernt, ne? Weil ich habe nicht gewusst, dass Liesegang irgendwann mal Sturmlaternen hergestellt hat. Ja, aber 1915 ist ja auch so ein bisschen der Beginn der Kinematografie oder dieser Vorführapparate des Kinos. Ne? Lass mal überlegen, wo war denn die erste Vorstellung? Naja, die waren schon ein bisschen früher, aber jetzt steckt ja alles in den Kinderschuhen zu der Zeit. Und ja. Für den Hausgebrauch, da war ja noch gar nicht dran zu denken, dass jemand so weit gebrauchen könnte. So wie es früher, später dann ja, in den 70ern ganz groß war. Jeder hat zu Hause so einen Vorführapparat. Bauer. Das ist Kino für zu Hause. Verwendbar für alle Zwecke. Als Handlampe, Wagenlaterne, Fahrradlaterne und so weiter. Unentbehrlich auf dem Marsch. Im Quartier, im Schützengraben. Ho, 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 ho. Brennt mit einer Füllung von ungefähr 100 Gramm Karbid etwa 5 Stunden. €3,25. Kleine Acetylen-Sturmlaterne. Durch Lösen der unter dem Boden befindlichen Schraube trennt man den Karbidbehälter vom oberen Apparatteil.
Zweitens, man füllt den Carbidbehälter bis zur Hälfte mit Calciumcarbid, nicht mehr. Das runde, mit einer Feder versehene Blech legt man auf das Carbid und zwar die Feder nach oben. Drittens, man füllt den Wasserkessel vollständig. Durch Aufdrehen des Tropffahrens links herum überzeugt man sich, dass das Ventil nicht verstopft ist und Wasser unten austropfen lässt. Dann schließt man den Tropffahren. Viertens, man setzt den Wasserkessel auf den Carbidbehälter und beachtet, dass die durchgehende Schraubstange auf das Gewinde des Zuflussrohres greift und zieht nun die Schraube mit der Hand fest an, bis beide Apparatteile dicht verbunden sind. Das ist mal eine Beschreibung. Warum kann man das nicht heutzutage so schreiben? Das ist so eindeutig alles. Gut erklärt, eindeutig geschrieben. Oder? Mhm. Man dreht den Tropfhahn links herum auf 1. Es wird dann dem Carbid so viel Wasser zugeführt, wie zur Darstellung einer schönen weißen Flamme erforderlich ist. Zum Anzünden hebt man das Halbzylinderglas ab. Man fasse das Glas unten an, hebe es senkrecht nach oben, sodass es unten aus dem Falz kommt und ziehe es schräg nach vorne herunter. Einfach machen Stück für Stück und alles ist klar. Zum Einsetzen hebt man den Halbzylinder erst schräg nach oben in die Flammenkammer hinein und setzt ihn dann in den Falz unten ein. Die entzündete Flamme brennt anfangs blau, da sich dem Gas zunächst die in dem Behälter noch enthaltene Luft beimischt. Nach kurzer Zeit soll sie aber ein kräftiges weißes Licht geben. Im Laufe der Zeit wird durch den entstehenden Carbidschlamm die Entwicklung gehemmt. Es wird dann, wenn die Flamme nicht mehr voll brennt, ein weiteres Öffnen des Tropffahns erforderlich. Man drehe ihn zunächst eine halbe Nummer weiter auf. Man achte darauf, dass die Flamme nicht rötlich brennt, sonst wird der Brenner verrußt und verstopft. Brennt die Lampe rötlich, so ist die Wasserzufuhr zu gering. Zum Abstellen der Lampe schließt man den Tropfhahn. Man kann dann das im Apparat befindliche Gas ausbrennen lassen. Vor jedem neuen Gebrauch sind alle Teile gut zu reinigen. Namentlich prüfe man, ob keine der Löcher in den verschiedenen Apparatstücken verstopft sind. Tropföffnung, Luftlöcher in der Füllschraube. Beim Auffüllen von Carbid vergesse man nicht, auch den Wasserkessel aufzufüllen. Das war die Beschreibung. Mhm. Nicht einfach Taschenlampe an, Taschenlampe aus wie heute. War noch knipsen, fertig. Kaputtmüll. Ja, Kaputtmüll, nächste LED. Zack. Noch nicht schlecht. Ja, das läuft hier gerade durch die Küche. Die kann nicht fliegen. Die kann es nicht. Die ist noch zu jung. Die sieht zwar schon groß aus, aber zum Beispiel Tommys Mutter hat ja das Video auch gesehen. Tommy hat ja ein Video hochgeladen und ihr Mann, der hat früher als Kind ganz viele Tauben gehabt und der meinte, der sieht auch gleich die Küchenfeder noch bei dem. Ich meine, die sehen wir nicht mehr zum Beispiel, weil wir... Ach, bei uns... fliegen so viele Tauben. Weißt du, ja, keine Ahnung, ne? Aber der meinte, ach, klar, das hat er noch überall Kükenfedern dran. Na gut, die frisst und ich mach weiter halt Fotografie. Können, ne? Dann halt mal die gleiche irgendwo hin mischen.
Oh, du hast gut gefressen. Schon mal. Jetzt wird sortiert. Jo, so sieht das aus auf alle Fälle. Jetzt sitze ich hier wieder an meinem Arbeitsplatz. Ich habe es mir gemütlich gemacht im Bett mit meinem Geburtstagskonfekt und einer Thermoskanne Tee. Und werde jetzt diesen langweiligen Job machen, einstellen. Von diesen Dingern. Diesen Prospekten, Kinematografen, Eduard Liesegang, Düsseldorf. Ja, und nebenbei lerne ich gleich wieder noch ein bisschen was dazu über Kinematografie. Und klar, es wiederholt sich, es ist alles recht langweilig, aber diese alten Sachen, die sind doch recht interessant. Und da kann mir sehr gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die sowas suchen. Und eben dann auch mal in so einem Prospekt vielleicht haben wollen, weil sie das Gerät zu Hause haben und einfach nur das zum Komplettieren oder so eine Werbeschrift gerne hätten. Und genau für diese Leute stelle ich das ein. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Es ist ja unheimlich viel natürlich. Und sind bestimmt, jetzt habe ich es ja gesehen, sind bestimmt 200 Auktionen insgesamt. Ich hoffe, dass ich heute Abend durch bin, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche morgen auch nochmal dafür. Also, heute habe ich erstmal sortiert, alle auf hier hingelegt und sortiert, was doppelt ist. Also, und eine Tüte schon. Also, da braucht ihr jetzt nicht bei zugucken. Das ist echt langweilig. So wieder. Wir sehen uns. Heute Abend stelle ich vielleicht einen Vlog rein. Mal sehen. Schauen. Muss ja mal. Ist ja jetzt hier seit von gestern und von gestern. Und von heute. Oder von vorgestern, gestern, heute? Ach, wer weiß, keine Ahnung. Also, bis später. Jetzt habe ich hier etliches eingestellt. Das noch nicht, das noch nicht, das aber. Das ist eingestellt und die werden noch eingetütet.
in Folie. Dann kommen die noch dran alle. Ja, vorher sieht es halt so aus. So, ne? Kommt er zu mir. Und hinterher sieht es dann so aus. Wohlgeordnet und abgeheftet. Katalogisiert sozusagen. Oh, Mensch, ey. Tada! Ja, mal gucken, was als Vlog zusammenkommt. Heute, Herr Gott. Ja, Alter. Tada! Tada! Jetzt klingelt's. Was mag das sein? Ja. Ja. Das werden wir vollenden. Müll gerade weggebracht. Müll. So viel Müll. Ja, guck an. Spank. Top Rosa! Oba! Das ist für dich. Schöner Spank, Laufradsatz bitte. Bitte gerne! Chris King, nagelneu. Chris King. Oh ja, 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 ja. Hier mit deinem Gummifuß. Gummifuß, den hast du doch hinterher. Nicht Gummifuß. Sag doch kein Gummifuß. Hast du Chris King Laufrad im Gesicht gehabt? Ja, du bist eine Luxusverletzung. So genial. Wer braucht wohl Chris King? Ein Christkind, wenn er Chris King hat. Nagelneu. Freue mich sehr. Ja, und jetzt muss ich schneiden. Bleibt ja nichts weiter übrig. Dann bringe ich natürlich noch meinen Chiphalter und dann lege los mit Schneiden. Also bis zum nächsten Vlog. Der dann wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis der nächste kommt. Also macht die Tüte. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.